Britta Grosslit. Ich bin Bereichsleiterin für Finance und IT bei den Stadtwerken Pforzheim. Wir haben in den letzten 3 Jahren zusammen mit Deloitte die digitale Transformation des Unternehmens umgesetzt. Wir haben damit begonnen, eine IT-Strategie zu erarbeiten und daraus eine IT-Roadmap abgeleitet. Als erstes Projekt stand dann der Ersatz des ERPs auf dieser Roadmap. Und gemeinsam mit Deloitte haben wir das System ausgewählt und auch den Dienstleister und dann die Implementierung durchgeführt. Und bevor wir überhaupt irgendein neues System eingeführt haben, haben wir eine neue Einheit gegründet, Digital Services genannt. Digital Services ist eine interdisziplinäre Einheit in unserem Unternehmen, die sicherstellt, dass die Bedarfe der Fachbereiche in IT-Lösungen übersetzt werden. Das war für das S/4HANA-Projekt wesentlich, weil diese Einheit sichergestellt hat, dass die Prozesse optimal aufeinander abgestimmt sind und auch in die existierende Landschaft integriert werden. Digital Services fungiert als Bindeglied zwischen IT, Fachbereichen und externen Dienstleistern und Beratern. Wir haben durch ein Multiplikatoren-Netzwerk die Nicht-Beteiligten zu Beteiligten gemacht und gleichzeitig dadurch ein Sprachrohr geschaffen, um Feedback von den Mitarbeitern zum Projekt zu bekommen, aber auch gleichzeitig Informationen zu dieser Transformation in die Breite der Belegschaft zu transportieren. Das hat dazu geführt, dass Techniker und Kaufleute jetzt tatsächlich auch ein gewisses Verständnis füreinander entwickelt haben und dadurch dieses althergebrachte Silo-Denken aufgebrochen worden ist. Was auch ein sehr großer Vorteil war, war, dass Deloitte das Projekt immer sehr stark vorangetrieben hat. Und wenn wir im Verlauf der Projektphasen erkannt haben, dass wir jetzt noch Spezialwissen brauchen, Spezialkompetenz brauchen, dann hat Deloitte die irgendwo aus dem Hintergrund, aus dem Hut gezaubert und uns die Experten dann zur Verfügung gestellt. Eine wesentliche Zielsetzung des Projekts war ja, die kaufmännischen und die technischen Bereiche näher zusammenzubringen. So war von Anfang an klar, dass wir ein interdisziplinäres Team etablieren, bestehend aus Finance, IT und Technikern. Das haben wir bereits schon bei der Beraterauswahl so aufgestellt und haben das auch bis zum Projektende so durchgezogen. Ja, wir haben mit dem Projekt jetzt einen Grundstein gelegt, aber wir haben noch viel vor und sind schon mittendrin, unsere Zukunft zu gestalten.